Herzlich willkommen zum zweiten Corona-Symposium der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Wir wollen an diesem Wochenende gemeinsam sowohl einen Rückblick auf das, was in 3 Jahren Corona-Politik so passiert ist, als auch einen Ausblick auf die großen Herausforderungen der näheren Zukunft geben. Im Gegensatz zu allen anderen Fraktionen stand die AfD-Fraktion geschlossen gegen die Impfpflicht. Und ich freue mich, dass wir diese Freiheit erhalten konnten, obwohl Politiker aus allen anderen Fraktionen, der Bundeskanzler und 16 Ministerpräsidenten die Impfpflicht wollten. Ich möchte mich hier an dieser Stelle im Namen meiner Fraktion nochmal bei allen Bürgern bedanken, die uns in diesem Kampf für den Erhalt der Freiheit auf körperliche Unversehrtheit unterstützt haben. Und ich verspreche, dass wir auch in Zukunft, wenn solche oder ähnliche Angriffe auf die körperliche Unversehrtheit geplant sind, jederzeit alle uns parlamentarisch zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen werden, um die Freiheit zu erhalten. Wenn willkürliche Maßnahmen verhängt werden und wenn selbst der Bundeskanzler die Bevölkerung anlügt, dann ist es in einer freiheitlichen Gesellschaft wichtig, dass es mutige Stimmen gibt, die sich erheben und laut Widerspruch äußern. In einer funktionierenden Demokratie ist es unabdingbar, dass Maßnahmen der Regierung nicht einfach so hingenommen werden, sondern auch einer breiten Diskussion unterliegen. In der Corona-Zeit haben viele Medien versagt. Sie haben diesen Diskussionen nicht den notwendigen Raum eingeräumt, sondern jene, die sachliche Argumente oder Bedenken vorgebracht haben, als Leugner, als Verschwörungstheoretiker oder als Extremisten abgestempelt. Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, möchten wir noch kurz an einen wichtigen Mitstreiter erinnern, der sich in den vergangenen Jahren sehr für seine Mitmenschen eingesetzt hat, aber leider viel zu früh von uns gegangen ist. Gedenken Sie gemeinsam mit uns Professor Dr. Arne Burkhardt. Dass es Todesfälle im Zusammenhang mit dieser Impfung gibt, ist klar. Es gibt Todesfälle bei jeder Impfung, aber bei der Corona-Impfung liegen diese Todesfälle offensichtlich höher als bei konventionellen Impfungen und wahrscheinlich gibt es eben wirklich eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, es ist uns an dem heutigen Tag ein besonderes Anliegen, ganz zu Beginn an einen wunderbaren Menschen zu erinnern. Durch seine Obduktionen und Forschung im Zusammenhang mit den Corona-Impfstoffen und dem Veröffentlichung seiner Ergebnisse im Rahmen der Reutlinger Pathologiekonferenzen hat er sich weltweiten Ruhm erworben und große Anerkennung erfahren. Gemeinsam mit seinen Kollegen konnte er beweisen, dass die mRNA-Injektionen zu schweren Organschädigungen bis hin zum Tod führen können. Wir werden ihn in ehrender Erinnerung behalten. Vielen Dank. Wir beginnen mit einem laut Taz Corona-kritischen Finanzwissenschaftler. Es gab zahlreiche Auftritte von ihm bei Protesten gegen die Corona-Politik und der Tagesspiegel sagte, ich zitiere, er nennt solide Zahlen und zieht Schlüsse, die nur schwer zu widerlegen sind. Und gerade das macht ihn so gefährlich. Begrüßen Sie mit mir zusammen Professor Dr. Stefan Omburg. Klinisch in Bezug auf echte Krankheiten und Todesfälle gab es nichts Besonderes. Es war alles normal. Das sind Fakten und das ist der wichtigste Punkt. Die Vorstellung einer Pandemie ergab sich ausschließlich aus neuartigen, anlasslosen Massentests, deren Ergebnisse enorm schwanken und dem Publikum vorgaukelten, es gäbe mehr Kranke und Tote als sonst, was nicht stimmte. Warum hat die Politik die Verabreichung eines experimentellen Impfstoffs nicht nur erlaubt, sondern die Menschen durch 2G, 3G und sektorale Impfpflichten faktisch gezwungen, den Stoff zu nehmen? Warum gab es Notzulassungen ohne Not? Warum haben unzählige Impfschäden keine Konsequenzen? Derzeit, damit komme ich zum Schluss,
erscheinen Bestseller mit deutlichen Titeln, die eine verbreitete Stimmung widerspiegeln. Die Intensivmafia von Tom Lausen, das Staatsverbrechen von Dr. Frank oder die Corona-Verschwörung von Frau Dr. Röhrig. Alle mit satt fünfstelligen Auflagen. Wer sich als Politiker diesem Diskurs verweigert, verliert Vertrauen und entfernt sich von der Wählerschaft. Aufgrund der ungeheuren Dimension dessen, was der Bevölkerung widerfahren ist, wäre ein Untersuchungsausschuss richtig gewesen. Weil der Bundestag ihn nicht wollte, bin ich dankbar, dass wir heute in diesem Rahmen zur Aufklärung beitragen können. Vielen Dank. Wie fing das eigentlich alles an? Was hat sozusagen diesen Wahnsinn überhaupt ermöglicht? Das war das Ermächtigungsgesetz, das am 25.03.2020 in leider nicht namentlicher Abstimmung, ich habe versucht herauszufinden, wer damals dafür gestimmt hat, ist mir leider nicht gelungen, beschlossen worden. Und das war eigentlich die Voraussetzung erst für die gesamten Grundrechtseinschränkungen, die uns ja auch der anfängliche Film sehr eindrücklich gezeigt hat. Und dieses Ermächtigungsgesetz war auch Voraussetzung für den Einsatz der nur bedingt zugelassenen Arzneimittel. Und jetzt schauen wir mal an, war das denn überhaupt berechtigt? Am 25.03. war nämlich der Zenit der ersten Welle bereits vorbei. Der war nämlich am 16.03. Und am 16.03. betrug die maximale Prävalenz bei einer angenommenen Krankheitsdauer von 14 Tagen 73.000 von 83 Millionen, 0,088% der deutschen Bevölkerung. Die maximale Inzidenz lag bei 0,007 und die Hospitalisierten bei 0,003% der deutschen Bevölkerung. Das ist natürlich eine Notlage. Ja, jetzt sehen Sie, wegen diesem kleinen Buckelchen auf der epidemiologischen Kurve über die letzten 3 Jahre wurden uns damals die Schulen geschlossen, die Versammlung verboten, die Grenzen geschlossen und so weiter. Das gesamte Maßnahmenpaket. Vollkommen irrwitzig. Und dazu kommt natürlich, dass die ganzen hohen Wellen hier im Nachhinein, die kamen dadurch zustande, dass man Millionen von Tests eingesetzt hat. Und wir wissen aus der Medizin, das erkläre ich meinen Studenten im ersten Semester oder habe, darf ich ja jetzt nicht mehr, diagnostische Tests im Niedrigprävalenzbereich produzieren viele falsch positive Befunde. Warum wurden denn diese Covid-Impfstoffe nur bedingt zugelassen? Da muss man ja sagen, die EMA hat da völlig richtig gehandelt. Es gab nämlich keine Daten zur Wirkdauer, keine Daten zur sterilen Immunität, keine ausreichenden Sicherheitsdaten, keine Daten zur Langzeitsicherheit und keine Daten zur Effektivität und Sicherheit bei Kindern, Schwangeren und Immunsupprimierten, die ja auch alle geimpft werden sollten. Unfassbar. Und jetzt ist ja kürzlich der Pfizer-Vertrag, der geschwärzt schon vorhanden war, aber jetzt ist er in seiner Vollständigkeit geleakt worden. Und da steht eindeutig, the participating member state further acknowledges that the long-term effects and efficacy of the vaccine are not currently known and that there may be adverse effects of the vaccine that are not currently known. Das war alles vollkommen klar und das ist von einem deutschen Politiker unterschrieben worden und der gehört vor Gericht gestellt. Vielen Dank allen Abgeordneten des Arbeitskreises 14 der AfD für die Einladung zu dieser wichtigen Veranstaltung. Ich freue mich, dass wir aus Reihen der MWGFD 10 Mitglieder hier nennen können und unser Vorsitzender Susharit Bhakti auch da ist. Freut mich sehr. Ich will mal versuchen, heute in der Kürze der Zeit nochmal mein ganz spezielles rotes Tuch der sogenannten Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen, nämlich die Maskenpflicht, Revue passieren zu lassen. Denn dass eine Mund- und Nasenbedeckung keinerlei Sinn machen würde als Schutzmaßnahme gegen eine Ansteckung mit oder Weitergabe von Atemwegsviren und sogar eine erhebliche Gesundheitsgefährdung mit sich bringt, das war lange vor Ausrufung der Covid-Pandemie längst bekannt. Die Studienlage war und ist eindeutig.
Die von den Masken ausgehende Gesundheitsgefährdung ist schon allein ersichtlich aus den arbeitsrechtlichen Verordnungen, in denen festgelegt ist, dass FFP2-Masken nur von gesunden Erwachsenen nach arbeitsmedizinischer Untersuchung für maximal 75 Minuten getragen werden dürfen und danach mindestens eine 30-minütige Pause ohne Maskentragen eingehalten werden muss. Bei der Corona-Pandemie hat man das natürlich geflissentlich ignoriert und hat selbst Kinder in Schulen stundenlang ohne Pause neben den anderen sinnlosen Hygieneregeln FFP2-Masken tragen lassen. Und es ist nicht auszuschließen, dass trotz der eindeutigen Studienlage dieser Wahnsinn erneut beschlossen wird. Wir haben selber mit MWGFD eine Maskenstudie durchgeführt im April 2021. Wir haben 45 Kinder untersucht zwischen 6 und 17 Jahren und haben die Veränderung der CO2-Konzentration in der Einatemluft beim Maskentragen eben gemessen und haben das schockierende, alarmierende Ergebnis gefunden, dass durchschnittlich bei den Kindern die Kohlendioxidkonzentration in der Einatemluft um mehr als das Sechsfache des Grenzwertes vom Umweltbundesamt angestiegen ist. Der Grenzwert lag bei 2000 ppm. Die Kinder hatten 13.000 bis 14.000 ppm. Wir haben OP-Maske und FFP2-Maske gemessen. Also mehr als das Sechsfache des Grenzwertes, zulässigen Grenzwertes, und das haben die Kinder die ganze Schulzeit dann drauf. Und ein 7-jähriges Mädchen hatte sogar das 12-fache des Grenzwerts. Kinder mussten stundenlang im Schulunterricht Maske tragen. Das ist aus meiner Sicht eindeutig der Straftatbestand der Nötigung und Körperverletzung. Jetzt können wir noch mal genauer hingucken. Die Intensivstationen konnten quasi nach Gutdünken sagen, wir sind gut drauf, wir sind teilweise eingeschränkt oder wir sind ganz eingeschränkt. Diese Information können Sie heute noch abrufen. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Das ist die Pandemiezeit, also 2020 waren Sie alle gut drauf. Fragt man sich, wo die Notfallzulassung von Herrn Professor Sönigsen, die er ja schon angezweifelt hat, überhaupt seine Berechtigung fand. Denn die Intensivstationen in 2020 waren alle verfügbar, regulärer Betrieb. In 2021 sieht man ein paar Schwankungen. Da sind also man muss es vielleicht erklären, der reguläre Betrieb von 1000 Intensivstationen sind es oben. Also je höher die Kurve, desto mehr sind im regulären Betrieb. Und man sieht, dass es quasi über die Jahre gleich ist. Als die Pandemie beendet wurde, hat sich jetzt auch nichts verbessert. Also es ist der Dauerbetrieb, wir sehen quasi den Normalzustand. Herr Sichert hat mit seinen Bundestagskollegen, Fraktionskollegen eine große Anfrage gestellt, die gerade zurückgekommen ist. Das RKI hat selbst gesagt, für den Zeitraum, in dem die Kapazitäten von Gesundheitsämtern abgefragt wurden, gab es keine bundesweite Überlastung. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Ende hin. 2021, das ist das, was die Bundesregierung gesagt hat. Die Spitzen in den Intensivstationen waren, wo es blau ist unten, Januar 21, April 21, Dezember 21. Und wir sehen, dass die Spitzen in 22, wo die Pandemie eigentlich zu Ende sein sollten, und 23 wissen wir noch nicht, ob es hochgeht, weil jetzt wird es erst kalt. Es wurde ja mit Bundeswehr und Presse und Kleeblattverlegung und Patienten werden aus den Krankenhäusern verlegt. Ja, das stimmt. Das ist der Bundesregierung liegen leider keine Daten dazu da. Ich kann der Bundesregierung auf die Sprünge helfen. 611.000 Verlegungen gab es aus deutschen Krankenhäusern in 2019. 100.000 knapp Verlegungen weniger. Naja, 547.000 in 2020, 556.000 in 2021. Verlegen ist das normale Geschäft in Krankenhäusern. Da ist nichts Ungewöhnliches und dafür braucht man auch keine Presse mit einer Bundeswehrmaschine. Auf den Intensivstationen sind es auch weniger Verlegungen gewesen als vorher. Das ist ja das, was man immer gesagt hat, wir haben keine Beatmungsplätze. Hier sehen wir nochmal die freien Kapazitäten, die sind aber immer gleich. Selbst in 2023 sind weniger Kapazitäten als in der schlimmsten Pandemie, die vorher stattgefunden hat. Da haben wir jetzt weniger Beatmungskapazitäten. Man staunt, man staunt, man staunt. Habe ich hier noch mehr? Nein, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Einladung. Hat mich gefreut, hat mich geehrt, dass ich hier reden darf. Im Pathologieinstitut von Professor Burkhardt in Reutlingen haben mein Kollege Burkhardt und ich Gewebeproben von Verstorbenen konziliarisch untersucht, deren Tod im zeitlichen Zusammenhang mit Corona-Impfungen eingetreten war. Spike-Proteine sind in den Wandzellen von Blutgefäßen, insbesondere von Kapillaren, nachzuweisen, wo sie zum Untergang der Wandzellen führen.
Durch die entstandenen Lecks sickert spalkhaltiges Blutplasma ins umliegende Gewebe und tötet die dortigen Bindegewebszellen, was Fresszellen und Lymphozyten anlockt, also zu einer heftigen Entzündung führt. In der Lichtung der angegriffenen Blutgefäße kommt es zur Verklebung von Blutplättchen entsprechend einer Grinselbildung. Beispielhaft kann man diese Vorgänge im mikroskopischen Herzmuskel sehen. Das mikroskopische Bild entspricht einer Herzmuskelentzündung mit Ansammlung von Lymphozyten und Fresszellen um die geschädigten Blutgefäße, umgeben von absterbenden Muskelfasern. Diese Befunde sind in kleinen und größeren Herden nachweisbar. Das heißt, man muss mehrere Stellen am Herzmuskel entnehmen, um die Chance zu erhöhen, einen dieser Entzündungsherde zu finden. Wie wichtig das ist, möchte ich Ihnen am Beispiel von einem unserer Fälle zeigen. Ein 20-jähriger gesunder Mann muss sich zweimal impfen lassen, weil er als Koch arbeitet. Kurz nach der zweiten Impfung klagt er eines Abends über Schmerzen in der Brust. Am darauffolgenden Tag wird er im Freien tot aufgefunden. Er wurde in der Rechtsmedizin ordnungsgemäß obduziert. Organisch und toxikologisch konnte keine Todesursache festgestellt werden. Da nach Corona-Impfung bekannterweise gerade bei gesunden jungen Menschen eine Herzmuskelentzündung auftreten kann, muss danach gesucht werden, dringend notwendig ist, dass Rechtsmediziner und Pathologen die schädlichen Einflussnahme der Corona-Impfung stets berücksichtigen und die Untersuchung danach ausrichten. Wir haben in unserem Untersuchungsgut 47 Fälle mit an Herzmuskelentzündung Verstorbenen in einem Alter zwischen 15 Jahren und 94 Jahren. Ich bin erst 83 übrigens. Seit 2 Jahren ist bekannt, dass Gespülste, die bereits vor der Impfung vorhanden waren, nach der Corona-Impfung wesentlich schneller gewachsen sind, infolge der induzierten Schwächung der Immunabwehr gegen die Tumorzellen bei gleichzeitiger Verlagerung der Immunabwehr gegen die eingeimpfte RNA. Weitere Organe, in der wir Spike-Proteine nachweisen konnten, möchte ich zum Abschluss kurz ansprechen. Es handelt sich um Gehirn, Hoden, Plazenta und Nabelschnur. Diese Befunde geben einen warnenden Hinweis auf eine zu erwartende Reduktion der Reproduktivität. Zum Schluss erlauben Sie mir bitte noch eine kleine Anmerkung. Es muss ein Ende haben, dass die Impfschäden als Long-Covid-Folgen bagatellisiert werden. Meine Hoffnung ist, dass die Gefährlichkeit der Corona-Impfung in das Bewusstsein aller Ärzte dringt und das Leid so vieler Menschen ein Ende hat. Vielen Dank. Ich werde jetzt heute in meiner Funktion als Labormediziner ganz kurz mit Ihnen sprechen, und zwar über den PCR-Test. Also Tom Lausen hat es vorhin gesagt, die ganze Pandemie basierte auf 3 Säulen. Das war eine angebliche Überbelegung der Krankenhäuser. Aber es gab 2 weitere Aspekte, die asymptomatische Weitergabe, das war die zweite, und dann die Inflationierung der Fallzahlen über den PCR-Test. Wenn wir einen Wert nehmen von 25, okay, und sagen, nur unter 25 oder darunter ist richtig positiv, wie viel Prozent unserer Befunde waren richtig positiv und wie viel waren, ich will nicht sagen falsch positiv, sondern irrelevant? Und die Antwort ist 60%. Das heißt, fast 2/3 der Befunde, die wir lega artis als positiv ausgegeben haben, muss man sagen, waren für das pandemische Geschehen irrelevant. Normalerweise, wenn ich eine Erkrankung habe,
Zum Beispiel eine Lungentuberkulose oder so. Man kommt zu mir, der hat was, dann untersuche ich ihn, dann habe ich die Symptome, dann mache ich ein Röntgenbild, und dann habe ich vielleicht einen Gewebeschnitt für Professor Lang und so weiter. Und aus diesen verschiedenen Mosaiksteinen habe ich meine Diagnose, und die kann ich auch mit einem PCR-Test auch mit absichern. Und das ist die Funktion des PCR-Tests, und das ist das, was Carrie Mullis meinte. Aber was haben wir hier gemacht? Jeder, der einen positiven PCR-Test hatte, war Covid. Und wenn er keine Symptome hatte, was war der dann? Ein asymptomatischer Fall. Und das gibt es ja nirgendwo. Und deshalb, ich wollte das nur Ihnen heute ganz kurz erklären. Wir haben über diese Tricks so, das ist so naheliegend, dass es wundert einen, dass ein anderer das bisher nicht sozusagen angesprochen hat. Aber Sie haben auf diesen Tricks, es ist nicht, dass der Test, ich will Ihnen was verraten, der PCR-Test ist nicht besonders gut oder auch nicht besonders schlecht. Viele Tests in unseren Laboratorien sind nicht besser und nicht schlechter. Aber es ist die Art und Weise, wie man sie eingesetzt hat, um gezielt sozusagen die Zahlen in die Höhe zu treiben. Wie mit den Krankenhausbetten, wie mit den anderen Sachen. Also wir haben einen nicht darstellbaren Nutzen der Covid-Gen-Impfung. Aber hatten wir Schäden? Und wie hoch ist der Schaden? Die beste statistische Methode hierfür ist die prospektive repräsentative Kohortenstudie inklusive Obduktionen der Todesopfer. Das ist ebenfalls Lehrbuchwissen. Das lernt man im Fach Epidemiologie im ersten Semester in der ersten Minute. Und das hat man bis heute nicht gemacht. Ich gehe davon aus, dass 100.000 bis 200.000 langfristig gesundheitlich schwer Geschädigte durch die Impfung gekommen sind, je nachdem, was man dazu zählt. Das, je nachdem, wie man das betrachtet, es ist keine Apokalypse, es ist keine Ausrottung der Menschheit. Ich bitte da etwas um Zurückhaltung. Versetzen Sie sich, und hier werden im Saal auch einige sein, in die Psychologie der Menschen, die der Regierung, dem RKI, vertraut haben, sich haben impfen lassen. Eine neue Panik jetzt zu erzeugen, halte ich nicht für zielführend. Aber das ist doch bitteschön... Aber das ist doch bitteschön schlimm. Das ist doch bitteschön schlimm genug. Und ich habe es ja auch geschrieben, ich halte es für ein Riesenverbrechen. Viele der hier Anwesenden haben sich während der Corona-Krise für Vernunft, Sachverstand und gute Lösungen eingesetzt. Sie wurden denunziert als rechts, sprich rechtsextrem und Nazis. Das halte ich für eine absurde Anmaßung. Ja, man benutzt quasi die Opfer des schlimmsten und bestialischen Systems oder der Diktatur, die wir in Deutschland hatten, den Nationalsozialismus, um unbequeme Meinungen heute zu diskreditieren. Das ist eine Anmaßung. Und meiner Meinung nach ist das, was wir heute als Kampf gegen rechts bezeichnen oder die Brandmauer gegen rechts, in Wirklichkeit der Kampf und eine Mauer gegen die Wirklichkeit, um vom eigenen Versagen wegzulenken. Hannah Arendt hat völlig recht. Hannah Arendt hat völlig recht. Wer die Wirklichkeit ablehnt, in der Corona-Krise hat es gezeigt, verursacht Leid, Tod und eine Beschädigung des demokratischen Rechtssystems. Und deswegen möchte ich hier ungefragt, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, sagen, dass wir uns von diesem billigen Gratismut nicht abhalten lassen, weiter für Vernunft und für gute Lösungen, auch im Sinne unserer Patienten, uns einzusetzen, egal welche demokratisch gewählte Partei uns dazu einlädt. Kurz, jeder, der Menschen als rechts verunglimpft, die sich für die Vernunft einsetzen, sollte sich was schämen. Dankeschön. Ja. Professor Sucharit Bhakti hat auch noch eine Frage, beteiligt sich an unserer Podiumsdiskussion. Nein, ich hab keine Frage. Ich habe überhaupt keine Frage. Ich möchte gern das, was Paul Cullen sagt, nach Hause bringen. Ja, wir brauchen noch mehr Daten, Tom, Günther, aber die Impfgeschichte muss gestoppt werden, bis das geklärt ist. Genau. Genau.
Hintergrund dessen ist relativ einfach. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen individueller medizinischer und kollektiver politischer Verantwortung. Um das kurz zu sagen, ein Polizist, so steht es auch da, ein Polizist oder ein Arzt darf unter Umständen abwägen. Der Staat darf es nicht. Dieser Staat, unser Staat, darf niemanden umbringen. Um es alles vorwegzunehmen, nichts der dreien ist in irgendeiner Art und Weise mit der Pandemie, also hat nichts damit zu tun. Und wir untersuchen tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, das Handeln der Brandenburger Regierung. Nur in Anführungsstrichen. Ich glaube, und wir haben einige große Erfolge, aber wir haben auch ganz kleine. Wir sind ein kleines Reiskörnchen im Getriebe. Und dieses kleine Körnchen hat angefangen, das zu spielen, das gegenzuspielen, was sie getan haben. Wir sind ein Anfang. Ich weiß, hier ist einer aus Hessen mit dabei. Es wird in Hessen einen Untersuchungsausschuss geben. Wir brauchen einen im Bundestag und wir brauchen einen im Europaparlament. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass dieses Ereignis hier heute zustande gekommen ist. Ich weiß, was für eine Schweinearbeit hinter sowas steckt, und ich danke den Verantwortlichen, die das auch umgesetzt haben. Vielen Dank nochmal. Ich bin im März, April 2020 aufgeschreckt worden, weil ich den berühmten Podcast Nummer 7 von Herrn Drosten hörte, und er sagte, um eine Impfung schnell zu haben, müssen wir die Regularien außer Kraft setzen. Und ich dachte, Impfung, wofür und wogegen denn eigentlich? Und Regularien außer Kraft setzen, da weiß ich, was dann passiert, wenn das erfolgt. Außerdem war es auffallend, die mediale Hysterie geradezu und die nüchternen Zahlen, Tom Lausen hat uns ja einiges gesagt, das passte einfach nicht zusammen. Und die Berufsgruppe, die das als erstes gemerkt hat, waren nicht die Akademiker, sondern die Handwerker. Die haben einfach gesagt, das stimmt hier doch alles nicht. Meine Damen und Herren, bei mir ist es inzwischen zu einer Anklage gekommen, wegen Ausstellung von sogenannten unrichtigen Attesten. Und witzigerweise war im Februar 2021 von den Anwälten für Aufklärung eine Tagung, wo unter anderem der Punkt Hausdurchsuchungen behandelt wurde. Und zwei Tage später, sieh mal da, klopfte es bei mir an der Tür und 15 Beamte mit schussigter Weste und Pistole drangen in unser Haus. Meine Frau, die sehr ordentlich ist, es war ziemliches Matschwetter draußen, bat die Beamten an der Tür, die Stiefel auszuziehen. Sie ist einfach eine ordentliche Hausfrau und wie ordentliche deutsche Beamten haben das alle gemacht. Meine Damen und Herren, wie gesagt, würde ich das nochmal machen? Ich muss sagen, ja, immer würde ich das nochmal machen. Meine Damen und Herren, ich bin jetzt 79 Jahre alt, aber ich werde nicht eher abtreten, bevor nicht diese ganzen Leute vor Gericht stehen. Und das kann so lange dauern, wie es wird. Dankeschön. Meine Damen und Herren, eine tolle Veranstaltung. Und ich habe hier ganz viele Gespräche schon geführt und habe viel auch über Ihre persönlichen Motivationen dabei erfahren. Da gibt es die Wissenschaftler, die uns neue Erkenntnisse mitteilen wollen. Die Networker, die hier auch neue Leute kennenlernen wollen. Es gibt aber auch diejenigen, die ihren Job verloren haben, ihre Gesundheit verloren haben und uns daran hier teilhaben wollen, lassen wollen. Was ist meine Motivation? Ich sage es Ihnen, ich will, dass wir einen Untersuchungsausschuss bekommen, meine Damen und Herren. Da blicke ich dann so ein bisschen neidisch in deine Richtung, lieber Lars. Wir brauchen diesen Untersuchungsausschuss. Was wir dann hinterher natürlich erlebt haben, war, das Virus schwächte sich ab. Die Immunität in der Bevölkerung stieg,
die Impfbereitschaft ließ nach. Und da würde ich doch gerne mal von unseren Politikern wissen, habt ihr eigentlich irgendwelche Maßnahmen in diesen Verträgen verankert, die es euch ermöglichten, in dieser ja durchaus erwartbaren Entwicklung dann irgendwann mal zu sagen, wir müssen jetzt doch ein bisschen weniger bestellen, wir brauchen jetzt etwas weniger. Das sind alles die Fragen, die ich eigentlich gerne in diesen Untersuchungsausschuss stellen würde. Das sind viele Fragen, wo wir auch Ihre Mithilfe, Ihre Unterstützung brauchen bei deren Arbeit, wenn es dann mal so weit kommt. Und ich glaube, die Frage, die zentral am Ende stehen muss, und die müssen wir vielleicht noch ein bisschen besser ausarbeiten, die Frage lautet, was habt ihr zu verbergen? Ich habe mal irgendwann in meinem Leben Veterinärmedizin studiert und habe das auch zu Ende gebracht in einem Fachschulstudium damals in der DDR und bin dann im Einzelhandel gelandet und das ist auch der Grund, warum ich jetzt über Wirtschaft sprechen möchte. Das war am 18., das war 2 Tage später. Wir hatten einen Montag und einen Dienstag, ich habe meine Mitarbeiter nach Hause geschickt und stand dann vor einem Moment in meinem Leben, den ich mir als Ossi, wo ich dachte, ich habe schon alles Schlimme erlebt, nicht hätte vorstellen können. Sie stehen in einem Geschäft, das voll ist mit Ware, mitten in der Saison, und plötzlich sagt einer, wenn du hier aufmachst, dann kostet dich das 25.000 Euro. Wir wissen nicht, wie du deine Rechnung bezahlst, das ist doch völlig egal. Wir wissen nicht, wie du deine Miete bezahlst, deine Mitarbeiter sind zu bezahlen, dein Geld läuft dir quasi vom Konto runter und sieh mal zu, wie du klarkommst. Und das war die Situation, die wir an dem Tag hatten. Und es war so ein einschneidendes Erlebnis für mich, das werde ich auch niemals mehr vergessen. Und das Ganze ist damals passiert. Und ich kann jetzt noch sagen, was war weltweit. Es ging um Billionen, die in irgendeiner Form den Besitzer gewechselt haben. Und das ist das, was auch für uns sichtbar war. Diese alte Regel, das Geld ist nicht weg, das haben nur andere. Die hat in dieser Zeit dermaßen Berechtigung erhalten, dass wir alle uns fragen müssen, wem nützt es? Wem hat das genützt, was da in den letzten 3 Jahren stattgefunden hat? Wem nützt das, was heute stattfindet? Die nächste Geschichte, wo wieder dieselben Leute betroffen sind, die nicht wissen, wie sie klarkommen sollen, ob es jetzt Einzelhändler sind, die im Moment mit der Inflation zu kämpfen haben und nicht wissen, wie sie ihre Sachen bezahlen sollen. Irgendwer kommt auf die Idee und sagt, ja, wir wollen unbedingt 14 Euro Mindestlohn. Wo ihr die Kohle hernehmt, interessiert uns auch nicht. Das ist im Moment eine Entwicklung, die ist wirklich beängstigend. Und ich kann alle nur bitten, unterstützt die Leute in eurem Umfeld. Bleibt in euren Städten, helft den Leuten, die die letzten 3 Jahre wirklich nicht wussten. Die nicht wussten, wie sie weiterkommen sollten, die aber trotzdem ihre meisten Mitarbeiter behalten haben und die das auch weiter behalten wollen. Wir brauchen diese Leute, die brauchen aber ihre Kunden. Und wenn wir das alle nicht zusammen machen, der Staat wird es nicht tun, auf den verlasse ich mich nicht mehr. Ich weiß, im Zweifelsfall schmeißt er uns nicht nur durch Rettungsringe hinterher, sondern bindet uns auch noch große, dicke Steine an die Füße, dass wir wirklich untergehen. Das dürfen wir nicht zulassen. Bitte steht alle zusammen. Vielen Dank. Ich habe dann doch etwas umdisponiert, weil der Tom Lausen vorhin sagte, einer meinte, die Corona-Zeit ist doch schon zu Ende. Dann sagt doch der Tom Lausen tatsächlich, vor den Gerichten ist die Hölle los. Und das, meine Damen und Herren, ist für wahr richtig. Ich war die ganze Zeit Insolvenzverwalter und hatte nie ein Problem, auch vorher in meinen 50 Jahren, mit den Grundrechten. Es stimmte alles, die ganze Struktur, Grundgesetz, dann Gesetze, Verordnungen, es stimmte alles. Und mit der Pandemiezeit ploppen überall in allen Rechtsgebieten die Grundrechte auf. Allerdings kann eine zunächst verfassungskonforme Regelung, weil man es nicht besser gewusst haben, später mit Wirkung für die Zukunft verfassungswidrig werden. Wenn ursprünglichen Annahmen des Gesetzgebers nicht mehr tragen, es trägt nichts mehr, meine Damen und Herren. Die ursprünglichen Annahmen des Gesetzgebers sind alle zusammen
gebrochen. Und das ist meine Botschaft an alle Richterinnen und Richter. Bitte hier anfangen. Ihr könnt alles, was ihr früher noch gehalten habt und geglaubt habt, es ist verfassungsgemäß, ist heute verfassungswidrig und ihr könnt anders entscheiden. Und jetzt fangen wir noch mit einem konkreten Beispiel an. Also eins muss ich sagen, vorher wurde viel gesagt, Gunter Frank, die Leute müssen zur Verantwortung gezogen werden im politischen Bereich, das kann ich alles unterstützen. Ich kam aber noch zum anderen Punkt, wo der Ronny Weichel ja dran ist, nicht? Wir haben ja ständig jetzt diese Maskenprozesse noch. Ständig werden die Leute verurteilt zu mehrjährigen Straftaten. Ja, wie geht denn das, meine Damen und Herren? Die Ärzte haben den Spruch nihil nocere, nicht schaden. Das ist ihr Ethos. Die haben nichts anders gemacht. Jeder Arzt hätte eigentlich die Maskenatteste ausstellen müssen. Jeder. Ich möchte aber was sagen, einerseits zum Thema Haft aus politischen Gründen und andererseits möchte ich was sagen zum Thema Hausdurchsuchung. Da hat ja Dr. Walter Weber gerade etwas schon zu gesagt, was mir gleich ganz, ganz wichtig ist, nochmal ganz kurz zu ergänzen aus Sicht von Polizisten für Aufklärung. Fangen wir gleich doch mal mit Haft aus politischen Gründen an. Wir haben die letzten 3,5 Jahre eine ganz, ganz massive Kriminalisierung von Bürgern und Bürgerinnen aus der Mitte der Gesellschaft, die keinerlei Vorstrafen haben, die keinerlei Eintragung haben in polizeilichen Abfragesystemen. Interessanterweise sind sehr, sehr viele davon Mediziner. Dazu ist gerade schon sehr viel gesagt worden. Und ich kann mich nur dem anschließen, die Gerichte sind voll, aber auch voll mit Beamten, denen allen die Ausführung der Dienstgeschäfte untersagt wurde, ob jetzt Polizeibeamte, Soldaten oder Feuerwehrleute. Ein bekannter Fall, und das ist nur ein Beispiel für viele, ist der Arzt Heinrich Habig. Viele haben es vielleicht verfolgt. Heinrich Habig, da haben wir ihn neben dem Rechtsanwalt Wilfried Schmitz. Heinrich Habig saß 16 Monate in Untersuchungshaft. 16 Monate. Also, meine Theorie ist, wir haben durchaus Untersuchungshaft aufgrund politischer Gründe und wir haben eine massive Zunahme von Vollstreckung Durchsuchungsbeschlüssen zur Einschüchterung der Opposition und der außerparlamentarischen Opposition. Vielen Dank. Anfang der Woche hat uns alle, die wir Sie kennen, gut kennen, die Meldung überrascht, dass Sie eine Hausdurchsuchung erleiden mussten. Vielleicht wollen Sie uns das mal etwas näher erklären, vor allen Dingen auch, wie das auf Sie gewirkt hat. Ja, sehr gern. Danke, dass wir hier den Rahmen haben, über diese Dinge zu sprechen, die so notwendig sind und so auf den Tisch gehören. Danke, dass die AfD dafür sorgt, dass es nicht unter den Teppich gekehrt wird. Meine Hochachtung. Meine Hochachtung und mein Dank, also wirklich an alle Ärzte, Wissenschaftler, alle aus dem Fach, die Juristen, vielen, vielen Dank. Die Polizisten, Soldaten, Feuerwehrmänner und überhaupt alle, die daran teilhaben. Genau, also mich hat die Hausdurchsuchung am letzten Dienstag völlig überraschend überwältigt. Ich habe überhaupt keinen Gedanken daran gehabt, dass sowas passieren könnte. Bei all dem, was Sie jetzt erlebt haben, durch Ihren tapferen Corona-Widerstand, würden Sie das wieder tun? Also bei allen Repressalien, Jobverlust und eben auch diese Verfolgung, die unzähligen Strafanzeigen, es sind ja noch offene Verfahren und die gerade am Laufen sind, auch mit Vorwürfen wie Angriff gegen Polizeibeamte, Widerstand und Beleidigung. Also selbst mit viel Fantasie, glaube ich, kann man sich schwer vorstellen, dass ich einen Polizisten angreife in Kampfuniform. Das ist also für mich auch völlig unsäglich und für mich hat das nur einen Grund, das ist ein Zeichen der Unterdrückung, mundtot machen, brechen. Und also bei allem, was ich erlebt habe, muss ich ganz klar sagen, also ich würde mich zu keiner Zeit anders entscheiden. Pflegenotstand ist ein alter Hut. Und jetzt geht Corona los und die Medien
instrumentalisieren einmal mehr wieder unseren Beruf. Ja? Das haben wir früh gemerkt, dass Corona, das Krankheitsbild Covid-19, falsch dargestellt wird. Panik, Angst, das haben wir alles heute gehört. Jemand wie ich, der macht das vor Ort. Ja, in den ersten Tagen habe ich mir auch gedacht, oh, ich muss jetzt in das Zimmer rein. Naja gut, mittlerweile ist es Routine. Wir haben zurzeit einen immensen Anstieg an multiresistenten Tuberkulosen. Da mache ich mir mehr Sorgen. Ich bin in meinem engeren Umfeld der Einzige, der übrig geblieben ist, der sich wirklich dagegen gestellt hat. Im Nachhinein, so toll die Kameradschaft ja dann auch ist, auch im Einsatzszenario, so allein wurde man dann auch gelassen. Also wenn man halt gegen den Strom schwimmt, dann steht man im Endeffekt allein da. Und entweder man kann dem Ganzen standhalten oder man bricht halt ein. Es ist nie so gewesen, dass da irgendjemand, auch nicht von den Vorgesetzten und gerade die Vorgesetzten, die auch Schutzbefohlene haben, weil das sind wir als Untergebene, haben versagt. Vom General die ganze Offizierriege einfach versagt. Wir sind ich weiß nicht, wie viele Millionen im Schäden wir sind in Deutschland. Was ich jeden Tag erlebe und was ich selber für Post auch bekomme. Ich gehe in die zweite Instanz gegen die Krankenkasse. Bald wird meine BioNTech-Klage weiterlaufen. Ich bin wahrscheinlich eine der einzigsten. Ich wollte heute eigentlich meine Impfcharge bekannt geben, aber da ich das nicht an die Wand projizieren kann, mache ich das nicht. Es steht nämlich am Gutachten noch ein ganz bestimmter Satz drunter. Da hätte jeder sofort gewusst, warum ist die denn bitte schön so schnell so krank geworden? Weil die anderen nicht überlebt haben. Deshalb nicht. Weil ich alles verloren habe in meinem Leben. Dazu gehört Mann, Geld, alles. Mein gesamtes Leben und meine Zukunft ist im Eimer. Deshalb kämpfe ich. Ich mache es für die anderen, weil ich es bald nicht mehr tun kann. In einer Mail, die werde ich nie vergessen, schrieb eine Mutter: Meine Tochter möchte morgens nicht mehr aufwachen. Die Schule sei die Hölle. Das war im November 2020, als wir diese Mails bekommen haben, alle Abgeordneten. Und deshalb wiederhole ich mich. Sie haben es alle gewusst. Und deshalb müssen Sie alle zur Verantwortung gezogen werden. Ich möchte auch noch ein kurzes persönliches Erlebnis berichten. Als ich das erste Mal meine Enkel getroffen habe, auf einer Wiese, es war die Zeit des Lockdowns, und ich gehe auf sie zu und sie verstecken sich hinter ihren Eltern. Ich war total geschockt und ich bin dann hingegangen und habe sie geknuddelt, habe gesagt, was ist denn mit euch los? Und haben sie gesagt, sie wollen mich ja nicht anstecken. Und dann habe ich gesagt, von keinem Staat der Welt lassen wir uns vorschreiben, wie wir miteinander umgehen. Und merkt euch eines, wenn es denn sein sollte, es war ja ganz am Anfang, wir wussten noch nicht, wie sich alles entwickelt, aber wenn es dann so sein sollte, dass mir was passiert, ihr seid auf keinen Fall daran schuld, merkt euch das. Und ich wollte Sie mal fragen, wie haben Sie denn so die letzten Tage mit Ihrer Tochter erlebt? Ist sie auch so ein Fall, die plötzlich und unerwartet verstorben ist, wie man das oft jetzt gelesen hat? Oder wie war das und können Sie darüber sprechen? Ja, also die Cheyenne ist am 16.11. verstorben, nach der zweiten Impfung, kausal. Also es ist sozusagen schon in der Richtung bestätigt, dass sie an der Impfung verstorben ist. Aber ich kann aus aus Ermittlungsgründen noch nicht darüber richtig reden. Auf jeden Fall habe ich sie reanimiert. Sie ist vor uns, unserer Familie, beim Abendessen zusammengebrochen. Ich habe sie reanimiert. Ich habe auch gedacht, sie schafft es, aber leider ist sie 13 Tage später dann verstorben. Und ich habe ihr versprochen, dass ich alles aufkläre. Das werde ich auch immer noch tun. Und es ist so, dass also nach ihrem Ableben die Staatsanwaltschaft alles obduziert hat in Bayreuth.
Und ich bekam dann die Antwort nach langen Monaten im Februar, dass ich dann ja nichts zu irgendjemand sagen kann, zu Eltern, oh bitte, gell, meine Tochter ist gestorben, du pass auf, nicht impfen lassen, weil da war ja eben diese Kinderimpfkampagnen, die ich ja dann wahrscheinlich gestört hätte oder sogar bei einigen gestört habe. Auf jeden Fall kam dann die Antwort, selbst wenn meine Tochter Cheyenne Marina Braun an den Folgen der Impfung verstorben ist, habe ich unterschrieben. So war ich jetzt monatelang da gesessen und habe gedacht, so, du hast unterschrieben. Ja, meine Tochter wollte einfach ein Praktikum machen in der, beim Kinderarzt. Sie wollte bei mir in der Firma, in der ich arbeitete, in der außerklinischen Intensivpflege, ein Praktikum machen. Das hat sie auch gemacht. Hat sich dann entschieden für Zahnarzthelferin. Das heißt, ja, sie ist sinnlos gegangen. Ja, und ich bin einfach immer noch am Aufklären und hoffe dadurch, vielen Eltern trotzdem noch mal mitteilen zu können. Lasst eure Kinder nicht einfach so impfen, macht es nicht, weil ich sitze hier, ich stehe hier zwar und habe viel Kraft, das habe ich für mein Kind, aber man braucht sehr viel Kraft. Also, mir tut es leid, dass ich unterschrieben habe. Ich werde das nie mehr wieder tun. Aber es blieb uns eigentlich auch nichts anderes übrig unter dem Druck. Mein Kind wollte Freiheit für ihre Freizeit und deswegen kämpfe ich. Wollte ich an zwei Opfergruppen unter Kindern und Jugendlichen auch noch erinnern. Und ich glaube, wir haben denen noch keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und das eine, das sind die Geschwisterkinder von Kindern, die ihr Leben gelassen haben nach diesen Injektionen. Das sind die Geschwisterkinder von denen, die jetzt behindert sind, Kinder, die jetzt im Rollstuhl sitzen nach diesen Injektionen. Selbstverständlich das große Leid der Eltern, Großeltern, der gesamten Familien. Und wen wir auch noch nicht erwähnt haben, das sind die Kinder, die jetzt ihre impfgeschädigten Eltern mitpflegen. Und die 10-Jährige hat dann dieser Rettungsmannschaft, die gekommen ist, die Befunde in die Hand gedrückt und hat gesagt, da sind Mama ihre Erkrankungen und die Diagnosen und die ganzen Medikamente, die sie nimmt. Ein Kind bitte ist das Schutzbefohlene seiner Eltern. Und wenn die Eltern krank gespritzt werden und das ist eine Alleinerzieherin und plötzlich eine 10-Jährige sich um ihre Mutter mitkümmert, das ist ein Skandal. Und das ist der größte Skandal in der Medizingeschichte jemals. Also, die meisten von uns würden wieder genauso handeln, wie sie gehandelt haben. Was jetzt wichtig ist für die Zukunft, ist, dass die anderen von der Gegenseite nicht nochmal so handeln, wie sie gehandelt haben. You don't fight the darkness with sticks. Und wir haben ziemlich viel mit Sticks gefightet. You just shine a light. Das heißt, man nimmt die Kampfkunst nur für den äußersten Notfall, wenn es sich gar nicht anders vermeiden lässt, also wenn sich das Böse direkt vor einem zeigt. Aber man geht nicht raus wie die Paladine damals, ja, und sucht das aktiv auf, das ist nicht gut. Und das Schwarze hat noch nie was von alleine erschaffen und es kann immer nur da wirken, wo das Licht zurückweicht. Und wenn wir alle ein bisschen mehr das Licht scheinen lassen, denke ich, werden wir das doch noch mal rumkriegen.
Frau Merkel hat die 12 Minuten nie verdient. Hier wären Sie mal fällig gewesen. Danke, Professor Bakti. Danke. Danke, ihr Lieben. Ich habe Tausende von Vorträgen gehalten. Aber der Anfang von diesem Vortrag fällt mir so schwer. Ich bin so ergriffen. Ich bin so ergriffen. Entschuldigung. Entschuldigung. Meine Damen und Herren, wer RNA-Impfstoffe als sicher und wirksam lobpreist, wer behauptet, die Impfung würde nur seltenst ernsthafte Nebenwirkungen erzeugen, ist entweder unglaublich ignorant oder unendlich böse. Und er macht sich strafbar, so wie alle, die diese Impfung aktiv oder passiv betreiben und befürworten. Denn es ist heute wissenschaftlich erwiesen, dass die Impfung nur Negatives bewirken kann und dies in lebensbedrohlichem Ausmaß. Zum Schluss etwas Positives, die positive Botschaft für die Welt. Der alles entscheidende DNA-Fund ist erst vor Monaten gemacht worden. Vorher konnte niemand erahnen, dass Impfchargen mit Bakterienchromosomen verunreinigt waren. Genauso wichtig, die Allgemeinheit konnte nicht ahnen, dass sie eine Substanz injiziert bekam, die überhaupt nicht geprüft worden war, nicht auf Wirksamkeit, nicht auf Sicherheit, nicht auf Inhalt, schlichtweg. Deswegen, werte Ärzte, Kolleginnen und Kollegen, Sie können sich noch retten. Sie wurden getäuscht. Sie wurden missbraucht. Sie konnten nicht ahnen, was und wie alles geschah. Aber jetzt wissen Sie es. Und noch gibt es kurze Zeit, zurückzukehren auf den Weg des Hippokrates. Nehmen Sie nie wieder eine Genspritze in die Hand, es sei denn, Sie sind wirklich sicher, dass darin keine Bakterien-DNA enthalten ist. Und machen Sie Schluss mit der menschenverachtenden WHO. Liebe Mitmenschen, die Spaltung unserer Gesellschaft hat tiefe Gräben gezogen. Lasst uns jetzt zurück zueinander finden. Sagen Sie all denjenigen Nein, die zu Marionetten von Macht und Geld geworden sind. Sagen Sie Ja zu unserer Solidargemeinschaft, die alleine dieses Land wie in Krisenzeiten zuvor wieder aufbauen kann und muss. Lasst uns einander die Hände reichen und schreiten wir jetzt als geeinte Nation einer besseren Zukunft entgegen. Nach Artikel 64 Absatz 2 Grundgesetz leisten die Mitglieder der Bundesregierung folgenden Eid bei der Amtsübernahme vor dem Bundestag. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm abwenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Applaus.
Heute will ich an diesen Amtseid erinnern, der in den letzten Jahren scheinbar außer Kraft gesetzt wurde. Bis heute zeigen die Mitglieder der Bundesregierung der letzten 4 Jahre keinerlei Bereitschaft, ihre Corona-Politik kritisch aufzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Im Gegenteil, bis heute wird weiter für die Genspritze geworben. Bis heute hat sich kein einziger Verantwortlicher für die Nötigungen, die Beschimpfungen, die Drangsalierungen bei den Ungeimpften entschuldigt. Bis heute hat sich das Narrativ gehalten, dass diejenigen unsolidarisch waren, die sich zu keiner der Injektionen der experimentellen Covid-19-Gentherapie nötigen lassen haben. Wir stehen deshalb gemeinsam hier und fordern eine lückenlose Aufklärung der begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und der peinlichste Gesundheitsminister aller Zeiten, Karl Lauterbach, twitterte noch am 31. Oktober enttäuscht, dass die Impfbereitschaft gegen Covid derzeit viel zu gering sei. Richtig so. Mit Sicherheit hat die Aufklärungsarbeit von zahlreichen mutigen Menschen, von denen viele hier im Saal sind, den mutigen Demonstranten und unzähligen weiteren vernünftigen Menschen doch sehr viel Früchte getragen. Wir als AfD werden weiterhin für eine umfangreiche juristische Aufarbeitung des Impfexperimentes kämpfen. Die Lüge gewinnt nur den Sprint, aber die Wahrheit den Marathon. Und ich habe einen langen Atem. Ich will Handschellen klicken hören. Das Jahr hat 365 Tage und eine Nacht. Weihnachten. Und dieser Minister Schallenberg, der jetzt noch Hausminister ist, hat uns medial mitgeteilt, Weihnachten wird für Ungeimpfte ungemütlich. Auch ein Politiker der christlich-sozialen ÖVP, der CDU-CSU. So sind sie bitte. Unfassbar. Der Kardinal König hat gesagt, Herr, lass Hirn regnen den Ungeimpften. Muss man sich vorstellen, die katholische Kirche, alles System, was da abgelaufen ist. Nur alles ist wichtig. Alles, was passiert, nichts passiert in der Politik zufällig. Ich bin ein politisches Fossil, ich bin schon 30 Jahre in der Politik. Alles ist akribisch geplant. Glauben Sie mir das. Dann haben wir auch Beobachtungen gemacht mit dem Dunkelfeldmikroskop und wir haben gesehen, dass sich sozusagen gerade bei den Impfchargen, wo also ein sehr inhomogenes Spektrum dieser Lipid, dieser PEG-Kettenlängen vorhanden war, dass eben dort erstmal in dem Impfstoff auch sehr viele kleine Kristalle zu sehen waren, sogenannte Polyethylen-Cholesterol-Kristalle. Und diese Cholesterol-Kristalle, die waren recht groß, also die waren zum Teil größer als ein Erythrozyt, ein Blutplättchen. Und das bedeutet, dass die eine Größe haben, dass man daraus den Schluss ziehen kann, dass die Chargen selber in ihrer Verarbeitung gar nicht den Good Manufacturing Practice entsprochen haben. Das heißt, man hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht so gefiltert, wie das für Medizinprodukte notwendig ist. Wenn nationale Regierungen sich verstehen als Souveränitätsstaubsauger, also sie nehmen nicht die Souveränität des Volkes entgegen, machen gute Arbeit für das Volk, stellen sich dann in Wahlen wieder dem Volk und verantworten sich, lassen sich abwählen oder bestätigen, sondern wenn sie das als Auftrag nehmen, die Souveränität dann einfach weiterzureichen an eine internationale Organisation, so darf man die WHO eigentlich gar nicht bezeichnen, wenn man den Einfluss all der privaten und mit Interessen verknüpften Institutionen bedenkt. Und wenn sie das tut und der Bevölkerung gegenüber heuchelt, dass es ihrem Besten diene, weil ja die Pandemie durch eine globale Zusammenarbeit noch viel besser bekämpft werden könne, dann ist das wirklich gravierend. Denn wir werden diese Veränderungen nicht mehr zurückholen können, wenn sie einmal durch sind.
Und ich möchte darauf hinweisen, das ist wirklich in einem großen historischen Zeitfenster zu bewerten, dieser Vorgang. Und wir werden diese Freiheitsrechte, diese demokratischen Rechte nicht mehr zurückholen können. Und es ist ein strategischer Bereich. Über die Angst der Menschen vor Krankheit kann der Mensch, kann die Weltgemeinschaft geknackt werden und kann letztendlich eine Art Weltregime installiert werden. Und Regime ist ein politikwissenschaftlicher Begriff. Es geht darum, dass einfach gewisse Themenbereiche verregelt werden. Und wenn sie nicht mehr nur national, sondern auch global verregelt werden, dann ist es ein weltweites Regime. Deswegen haben wir auch den Begriff gewählt hier für diese Sitzung, Pandemieregime. Und deswegen müssen wir diesem Punkt so viel Aufmerksamkeit schenken. Aber zugleich möchte ich auch sagen, dass jetzt nicht alle nur in Angst erstarren und die übermächtigen Spieler da in Davos und Genf und sonst wo haben uns alle im Griff. Letztendlich ist und bleibt die Souveränität bei uns Bürgern. Und wir holen sie uns auch wieder zurück, wenn uns diese Verträge nicht gefallen, die da geschlossen werden. Ich bin sehr beeindruckt von der Qualität und der Aussagekraft der Beiträge meiner ausgezeichneten Vorredner, Redner. Und mich hat diese gesamte Veranstaltung Für mich hat diese gesamte Veranstaltung Vorbildcharakter für sämtliche Parteien, für sämtliche Parlamente, wenn es darum geht, endlich die überfällige öffentliche Debatte zur Corona-Krise anzustoßen, endlich die Spaltung der Gesellschaft friedlich und vernunftbasiert zu überwinden und vor allem aus den Fehlern der Vergangenheit für die Zukunft die notwendigen Lehren zu ziehen. Denn die Würde des Menschen ist unantastbar, auch in Zeiten allerschwerster Pandemien. Und es ist mir eine große Ehre, hier mitwirken zu dürfen. Im Falle Ihrer Unterzeichnung, die jeweilige Regierung eines Unterzeichnerstaates der WHO die uneingeschränkte Macht geben, zu einer jederzeitigen, dauerhaften Selbstermächtigung ohne triftigen Grund und aus reiner Willkür, zu einer beliebig langen Aufhebung staatlicher Souveränität und aller wesentlichen verfassungsrechtlichen Grundprinzipien, ich nenne da insbesondere das Gewaltentrennungsprinzip und das Gesetzmäßigkeitsprinzip, sowie das Recht auf individuelle Selbstbestimmung und die Menschenwürde, ohne auch die geringste Möglichkeit auf Seiten der Staaten und der Menschen, diesen Zustand zu beenden und wieder in die Normalität zurückzuführen, und ohne die geringste Möglichkeit, individuelle, bessere Lösungen, sei es auf regionaler Ebene oder im Verhältnis zwischen dem Arzt und dem Patienten durchzuführen. Die gesamte Beziehung Arzt-Patient wird kurzerhand eliminiert. Und damit haben wir es zu tun bei dieser Vertragsanpassung, um eine fundamentale Verfassungsänderung, ich würde sogar so weit gehen, von einer dauerhaften Aufhebung der Verfassung zu sprechen, ohne dass die verfassungsgebende, maßgebende Gewalt hier einbezogen wird, weil eben fundamentale, wesentliche Grundprinzipien der Verfassung auf Dauer aufgehoben werden können, ohne dass wir sie jemals werden zurücknehmen können. Und das gilt es unbedingt zu verhindern, das dürfen wir nicht zulassen. Und am Ende bleibt es dabei, die Würde des Menschen ist unantastbar und alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Da hat er etwas unvorsichtig sich mal geäußert, dass Sie alle in der Tasche haben, Politiker, Medien und vor allem die Experten und Wissenschaftler. Da hat er geglaubt, das Mikro sei aus, aber das Mikro war noch an und das ist aufgezeichnet worden und ist belegbar. Das ist die Denke, die dahinter steht und wir können uns so abmühen, wie wir wollen. Wir können diese Verträge lesen und mein Schweizer Freund Philipp und ich, wir haben also uns und Beate Feil und weiß noch, wer alles damit gearbeitet hat, wir haben in vielen, vielen, vielen Stunden uns durch diese Materie gequält und ich habe noch vor dem 14.05. rechtzeitig, eine Woche vor dem Beschluss des Deutschen Bundestages zum 75. Geburtstag der WHO, habe ich extra noch eine deutsche Übersetzung veranlasst der englischen Vertragstexte und eine deutsche Übersetzung der IGV und habe jedem einzelnen Abgeordneten
Und das habe ich jedem einzelnen Abgeordneten über die MWGFD zuschicken können. Und jeder Einzelne hat es vorher lesen können. Und jeder hätte wissen können, was da drin steht. Aber wissen Sie, was passiert ist? Die meisten haben es in den elektronischen Papierkorb geschmissen. Übrigens auch einer der AfD. Ich weiß von jedem, der das Zeug in den Papierkorb geschmissen hat. Das sage ich gleich mal dazu. Ich werde mir das merken. Ich kann aber auch fetzen. Ja. Könnte auch fetzen. Ja, ja, wir haben versucht, das zu verhindern. Aber außer der AfD hat tatsächlich keine Partei dagegen gestimmt. Keine. Alle haben davon gejubelt, dass die WHO eine unbedingt wichtige Sache ist. Ist sie auch. Aber nur solange sie Empfehlungen gibt, nicht wenn sie Befehle gibt. Und die Befehle sind jetzt festgeschrieben. Und wenn nichts dagegen unternommen wird, werden wir das erleben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch für den Titel. Ich selbst wäre weder auf das Wort Panik gekommen, noch auf das Fragezeichen. Zwischen die Bundesregierung und die Leitmedien passt kein Blatt Papier und das keineswegs nur in der Corona-Frage. Ja, ist eigentlich kein Grund zum Klatschen, sondern eher ein trauriger Befund. Die Idee, dass wir es hier mit einer vierten Gewalt zu tun haben könnten, mit einer Gegenspielerin der Macht, die kritisiert, die kontrolliert, die objektiv ist, neutral, unabhängig. Diese Idee ist der erste Baustein der Propaganda. Diese Idee wird in der politischen Bildung so oft und so laut wiederholt, um den Pakt zwischen Regierung und großen Medienhäusern unsichtbar zu machen. Das heißt nicht, dass wir die Leitmedien nicht kritisieren können, dass wir sie nicht messen können an den Maßstäben, die das Grundgesetz liefert, die Mediengesetzgebung liefert, die auch die Demokratietheorie liefert. Die letzten Bundesregierungen haben sich erstens sehr viele Abhängigkeiten gekauft. Sie haben zweitens den Medienunternehmen signalisiert, dass selbst direkte Subventionen kein Tabu mehr sind. Der Nachtragshaushalt vom Sommer 2020 ist zwar weggeklagt worden, aber wir werden nächste Woche im Haushaltsausschuss über Zustellförderung reden. Das wird vorangetrieben von einer sehr großen Koalition aus SPD, Grünen und CDU. Zustellförderung, weil sich Milliardärsfamilien, denen die Medienhäuser gehören, weil sich Milliardärsfamilien die 12 Euro für die Zusteller nicht leisten können. Drittens braucht man oft gar kein Steuergeld, um Journalisten gefügig zu machen. Man braucht oft auch gar keine Anrufe aus der Staatskanzlei oder aus der Parteizentrale. Man kann das auch erklären mit dem Begriff Verantwortungsverschwörung, der auch auf der Folie steht. Journalisten der Leitmedien wissen, was gut und richtig ist, wie jeder Mensch. Das ist bei diesen Leitmedienjournalisten oft das Gleiche, was Eliten in Politik und Wirtschaft für gut und richtig halten. Journalisten wissen zweitens, dass sie Einfluss auf die Menschen haben und fangen deshalb drittens an, die Medienrealität so zu bauen, dass das wahrscheinlicher wird, was sie für gut und richtig halten. Und alles, was man hier hört, würde in diese Medienrealität nicht hineinpassen. Das führt direkt zur letzten Folie, nochmal zu der Frage, die mir hier gestellt worden ist. Antwort in Kurzform: Pakt ja, Panik nein. Vielen Dank. Ich bezweifle stark, dass nun nach den Milliarden vergeudete Gelder für Covid-Testungen, Impfungen und neuerdings Kriegsbeteiligungen noch Geld übrig bleibt, den in den letzten 3 Jahren so geschundenen Kindern und Jugendlichen die notwendige psychosoziale Hilfe zu ermöglichen. Ist das nicht alles paradox? Sie alle hier wollen Menschen in der Pandemie oder die Regierenden noch einmal wollten Menschen in der Pandemie schützen, dürften aber aufgrund eines falschen medizinischen Menschenbildes, das den Menschen als Maschine und Ware sieht, erst recht auf Jahrzehnte hin gesundheitlich so geschädigt haben, dass die zuletzt gestiegene allgemeine Lebenserwartung in der Bevölkerung nun wieder sinken wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Eine unabhängige Überwachung durch das Paul-Ehrlich-Institut oder das Robert-Koch-Institut oder die STIKO, die sind schließlich dem Gesundheitsministerium zugeordnet, also weisungsuntergeordnet und auf der anderen Seite weiterhin eng mit der Pharmaindustrie verzahnt. Also ich kann Ihnen auch sagen, beim Paul-Ehrlich-Institut, wenn Sie als Arzt dort den Verdacht auf eine unerwünschte Auswirkung eines Impfstoffs oder auch eben beim Bundesinstitut für Arzneimittel melden, dann haben Sie danach
keinen Zugriff mehr auf diese Daten. Aber die Pharmahersteller haben immer freien Zugang zu diesen Daten. Im Nachhinein kann ich mir vorstellen, dass tatsächlich beim Robert-Koch-Institut solche Zahlen angekommen sind und die tatsächlich geglaubt haben, dass diese Krankheit gefährlicher ist und zu diesen Maßnahmen führen sollte, zu dieser Übertherapie. Naja, die Übertherapie hat sich jedenfalls dann erledigt. Allerdings sind immer noch leider in den Leitlinien Substanzen drin wie Dexamethason und Remdesivir, beides sehr immunsuppressive Substanzen. Ich hatte gerade jetzt wieder einen Patienten, der das in der Klinik bekommen hat und einen sehr schweren Verlauf bekommen hat davon. Man konnte kaum noch laufen, als er wieder nach Hause kam. Sonst wäre es wahrscheinlich in einer ganz harmlosen Version abgelaufen. Also es ist nach wie vor Handlungsbedarf und wir müssen nach wie vor bezüglich der Therapie dieser relativ harmlosen Erkrankung sehr vorsichtig sein. Vielen Dank. In letzter Konsequenz, was kommt auf uns zu? Es kommt auf uns zu, Menschen mit geschwächten Immunsystemen, spezifisch gegen Corona-geschwächten Immunsystemen. Und ich sehe jetzt schon vor meinem geistigen Auge, meine Damen und Herren, wie uns die derzeit Regierenden in diesem Regime in Deutschland erzählen werden, dass nun eine weitere ganz gefährliche Variante, sie nennen das dann auch noch fälschlicherweise Mutation, von Corona über die Menschen hergefallen ist und dass man sich wieder und wieder und wieder noch mehr impfen lassen sollte, damit man auch diese Erkrankung überstehen kann. Wohl wissend, und meine Damen und Herren, Sie wissen dort alle genau, was Sie tun, im RKI, im Paul-Ehrlich-Institut, in anderen Institutionen. Sie wissen, was Sie tun. Lassen Sie mich schließen mit etwas, was mir heute Morgen eingefallen ist, mit einem Spruch aus dem Buch der Bücher, aus dem Buch der Bibel. Das ist Jakobus 1,2,2. Meine Damen und Herren, ich zitiere das und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in unserem Kreise, dass wir uns dieses Zitat sehr zu Herzen nehmen. Und das lautet: Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Das heißt, ich war in den meisten Bereichen der Pharmazie, der Forschung tätig. Seit 4 Jahren nahezu habe ich nun ganz offen darüber gesprochen, was vor sich geht. Mit immer lauterer Stimme. Es sind wirklich entsetzliche Verbrechen, die sich vor meinem Auge entfalten. Ich war noch nie ein Verschwörungstheoretiker. Ich habe bis zum Januar 2020 alles geglaubt, was man mir gesagt hat. Ich wurde in den letzten 4 Jahren überhaupt nicht bezahlt. Ich habe keinen Pfennig empfangen oder angenommen, auch nicht in anderen Gütern oder Naturalien. Das heißt, ich glaube an all das, was ich sage. Ich glaube, dass ich die Wahrheit spreche. Dies ist eine Bedrohung für mich, für Ihre Familie, für jedes menschliche Wesen auf dem Planeten. Was ist seitdem geschehen? 2020 hat man uns angelogen. Das ist meine Meinung. Es gab niemals einen gesundheitlichen Notstand. Und wie geht's weiter? Ah, wir schaffen es nur gemeinsam. Solche Veranstaltungen geben. Solche Veranstaltungen geben uns gegenseitig unglaublich viel Kraft. Ich bin also hochmotiviert und ich sage das noch einmal, auch wenn ich mich wiederhole, ein großes Dankeschön an die AfD-Fraktion für diese Veranstaltung. Es ist hervorragend. Die Politik, wir haben in Deutschland die AfD, wir haben in Österreich die FPÖ. Wir haben leider eine Zersplitterung des Widerstands in alle möglichen Kleingruppierungen. Die einen sagen, wir machen eine kleine eigene Partei. Die nächsten sagen, nee, geht gar nicht mehr wählen, wir boykottieren das System. All das muss aufhören. Wir müssen uns im Widerstand vereinen. Wir wissen doch alle, dass die Macht, die gebraucht wird, ist die Macht der Angst und der Angstmacherei. Wir müssen transportieren, dass der moderne Mensch in dieser Welt
überhaupt keinen Grund hat, Angst zu haben. Der Mensch ist so weit gekommen in der Evolution und in der Geschichte, dass die wichtigsten Probleme gelöst sind. Sie werden auch nicht kommen. Und deswegen müssen wir realisieren, und alle müssen versuchen zu realisieren, dass Menschen, die Angst machen, abgegangen sind von dem Weg der Ehrlichkeit und der Menschlichkeit. Echte Menschen sind empathisch, echte Menschen wollen einander helfen. Angst nehmen, nicht Angst schüren. Und das macht die ganze Sache sehr einfach, denn jetzt kann jeder sagen, oh, er will mir Angst machen. No. Wenn Politiker Angst schüren, müssen sie abgewählt werden. Wenn Medien Angst schüren, müssen sie abbestellt werden. Wenn Ärzte und Wissenschaftler Angst schüren, darf man sie nicht konsultieren und nicht aufsuchen. Und dann bleiben die anderen übrig. Und damit ist das Problem gelöst. Ich möchte das einfach aufgreifen, Frau König, und den Appell eigentlich an alle Ärzte richten, die sich das anschauen. Bitte, Sie, auch egal, ob Sie geimpft haben oder nicht geimpft haben, nehmen Sie sich dieser Opfer an. Die Opfer brauchen Ihre Hilfe. Das ist mein Appell für alle Impfgeschädigten. Wunderbar. Lasst uns aufklären. Herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie gekommen sind, dass Sie die 2 Tage hier mit uns verbracht haben. Danke an alle Referenten, die uns ihre Expertise hier zur Verfügung gestellt haben. Wir haben alle selber auch eine Menge an diesem Wochenende gelernt, eine Menge an Informationen mitgenommen. Vielen herzlichen Dank, und ich wünsche Ihnen in unser aller Namen eine gute Heimreise.